Jetzt ist das hier irgendein gesperrter Bereich wieder. Mann! Oh Gott. Warum bewegen sich die Leute? Wer ist denn das jetzt noch? Schöne Zwischensequenz. Oh lala. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher nieder. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Myrina?
Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Mir ist auch die Klippe runtergefallen. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Das glauben alle Frauen. Ich weiß, warum Krysus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krysus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei er. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Nope, Mama, sind beide am Leben. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Krysus nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysus? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas und grüßt es ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysus finden. Sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Du wirst sterben. Im Schlafgemach von Krysus stand geschrieben, Heras Abscheulichkeit. Auch wenn man geheimhin dachte, der Schriftzug stamme von einem erzürnten Anbeter, so sagen doch manche, Krysus habe ihn selbst geschrieben, als Erinnerung an ihre Rolle als Dienerin des Kosmos. Sie verwendete ihr Leben darauf, Kinder zu entführen und zu Schergen des grausigen Kults zu erziehen. Ein Teil von ihr liebte diese Kinder einst, doch dieser Teil starb schon vor langer Zeit. Blöde zu schnell da. Wenn ich meine Martha finden will, ist Krysus der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Im südöstlichen Teil des Tals der Träume. Erstmal zum Aussichtspunkt. Und das klappt doch nicht, oder? Ja, war klar, dass es nicht klappt. Oh, doch, es klappt.
Schick, 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 schick. Ja, aber dann müsste es ja da irgendwo sein, ne? Dort ist der Altar des Apollon Maleatas. Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Krösus wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtiger Adlermann. Wag es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine 2 Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du hast meine Mutter in den Glauben gelassen, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als ihr kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich ihrer an. Ich legte sie auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, sie zu verschonen, und sie erhörten mich. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich rettete ihr Leben, indem ich ihr beibrachte zu leiden, damit sie den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird sie der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast sie gefoltert? Sie war ein Säugling! Ich lehrte sie zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihr Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ist dumm. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast.
Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlermann. Es geht um mehr als um meine Familie. Du und dein Kult. Ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie deine Schwester. Hier, ich beweise es dir. Alter, nimm das Baby. Nimm das Baby. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte dein Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf. Ihr seid doch alle verrückt. Kind. Deine Martha ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, meine Schwester wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis Treiben muss ein Ende haben! Ich muss sie töten! Ich muss sie töten! Wo ist sie denn, die Gute? Das ist Midas. Hinweise. Ich hätte jetzt wohl hinterher rennen müssen oder was, anstatt das Kind zu retten. Ja. Ich werde sicherlich nicht das Kind verbrennen lassen. Lala. Ich zeige Brust. Und bin angemalt. Okay. Sehe ich aus wie so ein Hinterwäldler. Ja, gut.
Anscheinend muss ich jetzt erstmal nach Grund. Weil hier irgendwas Gold leuchtet. Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Alos. Oh Gott! Alter! Ja, leck's mir doch am Arsch! Oh Gott. Hier passen die Wachen. Tut mir leid, Pferd. Ist mein Pferd jetzt tot? Die halt auch so übelst viel vertragen. Das ist so sinnlos. Ich muss 20.000 Mal draufklatschen,
haben sie nur ein Viertel des Lebens weg, wenn überhaupt. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ach nee, auf dieses drauf rumschlagen habe ich echt keinen Bock. Ich stelle jetzt runter auf normal. No. Das ist mir zu blöd, da 20.000 Stunden drauf rumzukloppen auf manche Gegner. Das macht halt echt keinen Spaß. Freut sich keiner, mich zu sehen. Mal spaßenshalber. Wie viel er jetzt verträgt, du Gute? Ich hab nur ein Viertel Leben, ne? Er braucht gefühlt immer noch 20.000 Schläge. Ah, nee, es geht schon besser. Echt jetzt? Warum haut der die denn dann leben, ey? Yeah.
Jesus. Mir am Arsch, ey. Hallo, Kletter. Danke. Was ist da hinten los? Geht doch mal aus dem Weg, ihr Idioten. So, jetzt aber abspeichern. Genug gespielt für heute. Ich wünsche allen noch einen schönen Samstag. Bis zum nächsten Mal.